Hallo zusammen, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Und wie ich beim letzten Mal gesagt habe, heute jetzt nicht direkt erstmal so viel Gelaber und Update. Ich habe nicht zwischendrin weitergespielt oder irgendwie die Kampagne weiter vorangetrieben. Deswegen steigen wir einfach direkt ein und gucken mal, dass wir heute mal ein paar Missionen runtergerissen kriegen. Waren ja das letzte Mal hier auf dem Planeten, ich weiß gar nicht mehr den Namen, müssen wir gleich gucken. Auf jeden Fall gab es ganz viele Davion-Missionen und die... Gucken wir mal noch kurz, wo wir hier eigentlich sind. Jamestown, okay. Und die waren ja tatsächlich so, dass wir unterschiedliche Schwierigkeitsgrade zur Auswahl haben. Da waren noch ein, zwei leichte Missionen. Wir hatten hier zwei Einsteiger-MechWarrior, hier Rekruten, hier den Lumpy und Musket? Nee, Musket war doch einer von den Geilen schon. Genau, Brother, so ein Kickstarter-Charakter. Die beiden haben wir angeheuert. Vielleicht können wir die nebenher auch mal ein bisschen leveln. Ja, und wir haben hier unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Von 1 bis hier schon so anderthalb und 2er Missionen. Ich wollte ja eigentlich nur hier für Davion machen und da den Ruf aufbauen. Okay, wobei hier mit denen geht's gegen die Piraten. Und Piraten haben wir eh schon einen scheiß Ruf. Den können wir auch ruhig weiter beschädigen. Da machen wir einmal die Taurien-Mission hier. Einer ist locked. Wir haben einen VIP, den wir beschützen müssen, offensichtlich in einem Griffin. Okay. Dann nehmen wir für die Mission jetzt natürlich noch nicht so einen Lappen mit. Ich werde auch nicht den Panther nehmen, sondern lieber den Assassin. Ja, und wir nehmen natürlich nur unsere geilen Piloten. Also die beiden sind sowieso dabei und Rolex darf diesmal den Assassin haben. Und los geht's. Drop-Tonnage von 175, was an dem Greif liegt. Der Wolverine immer noch nicht fertig. Da bin ich mal gespannt, obwohl ich ja schon sagte, wäre dann unser schwerster Mech mit 55 Tonnen und ist halt, also Wolverine ist eh an sich ein solider mittlerer Mech. Ding ist nur, dass der nicht so geil bewaffnet ist. Also vor allem so, wie ich den zusammengebaut habe. Zum einen, weil ich nicht so viele Waffen zur Verfügung hatte und zum anderen auch, weil ich mir dachte, komm Junge, brauchst halt einfach nur so ein fettes Ding, was da ein bisschen Damage fressen kann, ein bisschen da reingeht und naja, aber der ist eh noch nicht am Start. Deswegen gucken wir mal, wie das jetzt hier ausgeht. Okay, der VIP hier meint, ach, sie ist so geil, sie kann das auch alles alleine. Aber... Okay, ne, sie geht so ein bisschen über ihren Kopf, so, ja, wir sollen sie halt auf jeden Fall beschützen. Der Griffin muss überleben, also dieser VIP-Mech muss überleben, mit dem Piloten natürlich. Und zweite Primärziel ist, die Pirate Forces zerstören. Ja, das machen wir doch. Ich weiß jetzt nicht, was hier links angezeigt wurde. Sind da feindliche Reinforcements? Ach nee, da geht's dann später zum Evakuieren hin. Okay. Na gut, dann gucken wir doch mal. Einfach nach vorne und los. Inbound Blip. Okay, da kann sein, dass von da jetzt gleich... Genau, da kommen nämlich noch... welche dazu. Es ist immer gut, alles so ein bisschen separat anzugehen. Also wir haben nur noch einen leichten Mech. Ja, ich warte erstmal ab. Alles separat anzugehen, das heißt, wenn jetzt hier zum Beispiel noch zwei oder drei Mechs kommen würden, dass man dann nicht hier kämpft, sondern guckt, dass man die zwei da jetzt erstmal ausschaltet. Jetzt muss ich allerdings gucken, ich glaube, ich kriege noch keinen in Reichweite. Da könnte man auch mit ihm jetzt Sensor locken und jemanden aufdecken. Da kann man nämlich dann zumindest indirekt LSR schießen. Aber ich weiß nicht, ob das doch... Das geht sogar noch nach der Bewegung. Dann locken wir mal ihn. Jetzt wird er nämlich aufgedeckt. Ist ein Jenner. So, ihn konnte ich dadurch jetzt nicht auf Brace setzen. Aber ich habe jetzt den Vorteil, dass ich zum Beispiel hier... Ich gehe jetzt mit meinem Assassin hier hinten hin. Und schieße indirekt... Wenn ich denn es schaffe, ihn anzuwählen. Genau, die LSR da drauf. Unser Vindicator hat ja eine LSR 10 bekommen. Und auch der Griffin hier sollte eine haben, wenn das der Standard Griffin ist. Jo. Also ganz gut was zum indirekt Schießen. VIP ist jetzt nicht so super platziert hier, aber es macht nichts. Sind auf jeden Fall zumindest schon mal so ein paar Free Shots, sag ich mal, die wir hier ohne jegliches Risiko eingehen. Deswegen ist das okay so.
Natürlich wäre es auch andersrum vielleicht schlau gewesen, direkt voll reinzugehen, in der Hoffnung, die beiden schnell auszuschalten, bevor hier Verstärkung kommt. Okay, hätten wir sowieso nicht geschafft. Die sagt, hier kommt eine komplette Lanze. Sieht mir aber nur wie zwei Mechs aus. Was ja auch echt reicht, weil das ist ja jetzt eine komplette Gegnerlanze. Okay, die gehen auch direkt auf den VIP, was für mich heißt, ist zum Glück ein Griffin, ich kann mit dem springen. Was für mich heißt, dass ich hier vielleicht irgendwo jetzt hin und her mit ihr mal hüpfe. Ich bin hier am Kartenrand, was ein bisschen doof ist. Ich kann nicht hier nach oben oder so. Aber gucken wir mal. Okay, ich könnte jetzt mit dem, was haben wir hier? Was kommt da an? Ein Firestarter und noch ein Jenner. Okay, beides leichte Mechs. Firestarter, einer meiner Favorite Mechs im Brettspiel, weil der einfach recht gut bewaffnet ist für seine Größe. Panzerung und alles passt soweit. Naja, okay, gucken wir mal. Aber wenig Reichweite. Der Jenner hier ebenfalls. Ein Standard-Jenner. Ich werde links rumgehen und wirklich die beiden erst angehen. Hier der Jenner. Ich würde lieber, ich mache nochmal Reserve. Ich würde vorher lieber mit dem Assassin draufschießen und ihm noch mehr Evasion-Marker nehmen. Und dann gleich mit dem, mit meinem Jenner ran und richtig gut treffen. Wobei doof, dass die jetzt alle vorher dran waren. Okay, er hat sich hier eh entrenched. So, wo ist der Assassin? Hier. Ihn haben wir vorhin schon mal beschossen, aber er hat mehr Evasion als der andere, deswegen gehen wir jetzt erstmal den anderen an. Sehr geil beim Assassin. Ich ignoriere einfach komplett sein Ausweichen. Hab hier, habt ihr ja gesehen, 80-90% Trefferwahrscheinlichkeit. Das ist super cool. Okay, einen Marker hat er noch, aber naja. Den nehme ich ihm jetzt. Und dann können Greif und Vindicator auch noch hier rüberkommen. Das ist alles eher nicht so geil hier. Das ist eigentlich hitzetechnisch nicht so gut. Wobei, wenn ich das richtig sehe, bin ich hier dann verdeckt. Da sollte ich vielleicht eher mit dem Griffin hin. Weil der Griffin auch. Kommt auch noch weiter. Nee, ich werde mit dem Griffin einfach hier hinten hinjumpen. Und beide schießen. Macht durchaus Hitze. Okay, hat sich aber gelohnt. Bein ist ab. Er kippt um. Setzt ihn in der Initiative nach unten. Und, ja, wir haben ja hier noch einen zum Draufballern. Dann kann ich mit ihm nämlich jetzt tatsächlich diese Position hier nehmen. Bisschen drehen. Und. Ja, wir gehen einfach Center Torso, ist mir eigentlich relativ egal. Ich will auch nicht unbedingt gezielt schießen, aber wenn ein feindlicher Mech liegt, dann ist es hier automatisch, dass ich eine Zone anwählen kann, auf die er zumindest versucht zu schießen. Okay, er ist zwar gesprungen, aber ich glaube, er steht da trotzdem sehr exponiert. Ich bin aber sehr nah dran. Das heißt, wenn ich jetzt hier in den Nahkampf. Die, haben die jetzt gerade ihren eigenen Typen da zerstört? Ach nee, das sind Government Forces und das hier sind Piraten. Okay, dann werde ich erstmal nicht auf die schießen. Vielleicht, ja, keine Ahnung. Das ist ja geil. Ja, wäre auch wieder sinnvoll gewesen, zuerst den Assassin zu nehmen, aber ist mir relativ latte. Also der steht da jetzt so schlecht. Naja, hier steht auch Destroy Local Government Forces, also komisch. Hätte man sich vielleicht doch mal die Mission durchlesen sollen. Nee, es gefällt mir alles nicht. Ich mache tatsächlich erstmal den Assassin. Okay. Schlechte Trefferwahrscheinlichkeit mit der LSR, aber wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, der Assassin, wenn er nur normal läuft, kann er alle Waffen schießen, ohne auch nur ein bisschen Hitze aufzubauen. Und da wir für die LSR 5 sowieso genug Munition haben, ist mir das egal. Ja, ich mache jetzt einfach mal das, nicht ideal. Bei ihm hier ähnlich, wobei ich lasse jetzt tatsächlich mal die LSR weg. Dadurch, dass er nicht mehr die PPK, sondern nur einen schweren Laser hat, und ich weiß nicht, ob ich einen Heatsink reingebaut habe oder nicht, hat er aber den Vorteil, dass er ja
trotz Springen nicht wirklich Hitze aufbaut. Da stehe ich nur mit einem Evasion Marker. Aber das macht nichts. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das hier alles so funktioniert. Ich habe nämlich zwischendurch die Aufnahme pausiert. Denn gerade kam hier die Royal Mail mit Verstärkung für meine Desert Rats. Bin ja gerade so bei Flames of War dran, ein bisschen da was zu machen. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt so weiterläuft. Und wir einfach mal noch weiter hier ein bisschen zocken können. Geiler PPK-Treffer, aber trotzdem, er wird wieder gefokust. Jetzt rächt sich natürlich, dass ich den einfach so relativ schlecht da habe hingestellt. Aber gut. So, der Jenner wird einfach... Ja, die sollen eher den Jenner beschießen als den Griffin. Deswegen stelle ich den jetzt hier so nicht ganz ideal hin. Okay, cool. So, im Prinzip... habe ich jetzt schon gewonnen und ich kann evakuieren. Ich kann hier einfach wegrennen. Aber diese Local Government Troops greifen mich trotzdem an. So, und wer mich angreift, Junge, der kriegt auf Schnauze. Also machen wir das noch. Nein, zum einen, es wird wahrscheinlich einen Bonus geben. Zum anderen, das sind nur zwei Mechs. Und als letzter Faktor, die Piloten leveln. Also ich sammle doch hier lieber noch mit Erfahrungspunkte. Was für schlechte Trefferwahrscheinlichkeiten. Naja. Trotzdem hat er getroffen. Nice. So, und unser Vindicator... Ja, machen wir mal das. Ich schieße die LSR mit, auch wenn es geringe Trefferwahrscheinlichkeit nur gibt. Aber ist mir egal. Naja, ein paar Raketen haben ja getroffen. Nehmen wir doch mit. Okay, sowas kann so ein Greif zum Glück alles ab. Das ist kein Problem. Okay, das ist jetzt schon wieder beschissener hier mit der Hitze. Habt ihr gesehen, die Flamer produzieren hier Hitze. Offenbar hat aber nur einer getroffen, weil ich glaube, ein Flamer macht 10 Hitze pro Treffer. Im rechten Arm ist die PPK. Das ist natürlich ein bisschen doof. Deswegen müssen wir jetzt vielleicht mal so langsam auf den Greifen aufpassen. Beziehungsweise ihn einfach mal so einsetzen, wie man es eigentlich macht. Bisschen weiter zurück und aus relativ guter, sicherer Position, im Idealfall erhöht oder so, PPK und LSR schießen. Ja, ich muss auf jeden Fall jetzt weg mit dem. Das sind beides Nahkampf-Mechs hier, die kleinen. Und wir sollen den VIP ja schützen, nicht? Also, wir springen jetzt einfach mal ein ganzes Stück zurück. Schießen hier. Ja, nur die PWK. Okay, daneben. Schlecht. Sollten die jetzt weiter auf den Greifen gehen, dann ja, kann ich teilweise in den Rücken, was ich gar nicht muss. Also er hat, glaube ich, wahrscheinlich im Moment vorne weniger Panzerung als hinten. So, der Vindicator. So, wir machen mal einen Nahkampfangriff. Hier. Bam, in die Schnauze. Und jetzt noch die Small Laser hinterher. Reicht aber nicht, um ihn zu zerstören oder ihn umzuschmeißen. Im Brettspiel ist es so, jedes Mal, wenn man tritt und einen Tritt trifft, muss der verteidigende Spieler einen Wurf machen und gucken, ob er nicht umfällt. Deswegen man das natürlich gerne macht. Hier ist es halt nicht so, sondern hier ist nur, wenn Stabilitätsschaden maximal, also auf dieser Bar hier die Anzeige ganz oben ist, dann kippt er halt um. So, oder ich glaube, bei 5 Markern von 5 ist er erstmal so unstable und wackelt so ein bisschen. Wenn er dann noch einen kriegt, dann kippt er um. Irgendwie so. Okay, sie haben den Vindicator als Ziel genommen. Ist ja auch eigentlich logisch, so wie ich ihn dahingestellt habe. Aber was für mich ganz gut ist, sie sind von ihrem normalen Ziel da abgewichen. So, was machen wir hier? Da treffen wir nicht vernünftig. Wieso sehe ich? Ach, da, das ist so eine Erhöhung. Okay, da sehe ich ihn nicht. Immer nach. Ach nee, das war ja voll der Scheiß-Move. Naja, egal. Muss ich jetzt einmal sowas hier einsetzen?
Der Firestarter ist fast erledigt, aber der Jenner steht hier so offen, deswegen. Deswegen muss ich ihn jetzt nochmal angehen. Das passt mir alles nicht so gut. Gehen wir nur hin, schießen auf ganz schlecht die LSR. Baue ich ein bisschen Hitze ab. Da tatsächlich auf den Griffin. Der hätte, glaube ich, den Vindicator im Rücken sogar erwischt. Aber der ist auch schon ziemlich aufgeheizt, der Jenner. So, was haben wir hier? Den Assassin und mein Jenner. Erst Assassin von wegen Evasion Marker nehmen. Nehmen wir zwei Ziele, weil die LSR auf 45% kann sein. Ja doch, so treffen wir super. Genau das, was ein Assassin machen sollte. Alle möglichen Leute beschießen, alles Mögliche ignorieren. Keine Hitze dabei machen, selber ganz viel Evasion haben und kaum getroffen werden. Das ist schon ziemlich geil. Ich habe den, glaube ich, auch jetzt, sofern er nicht beschädigt war, was in ein, zwei Missionen war, in jeder Mission, seitdem ich den bekommen habe, mitgenommen. Das wird auch, glaube ich, noch eine Zeit so bleiben, weil das ist einfach, also der ist echt nicht übermäßig geil bewaffnet, aber der Mech ist nice. Also der macht halt schon was. Wir bleiben auf dem Jenner. Schießen alle Waffen, was halt nur drei sind. Okay. Ein Arm ist ab, damit ist ungefähr die Hälfte seiner Bewaffnung weg, was ganz cool ist. Ja, jetzt müssen wir ihn irgendwie finishen. Ich gehe mit dem Greif jetzt nochmal wieder nur so ein Stück und ach, schade, ich komme auf ihn nicht mit der. Aber hier. Nur 20% bei der LSR. Ich schieße trotzdem beide Waffen, er macht kaum Hitze. Rechter Arm auch noch ab, das heißt, dem Jenner bleibt jetzt nur noch seine KSR4 oder was er standardmäßig hat. Gucken wir mal kurz. Nee, das ist mein Jenner. Ja, nur die KSR4. Er hat nur noch die beiden Flamer. Okay, eigentlich können die alle nichts mehr. Ich gehe mal. Ja, komm, wir versuchen ihn zu finishen. Ich stelle mich mal hier in den Rubble, egal. Damit er mir nicht so leicht in den Rücken kommt. So, Bein ab. Jetzt kippt er auch noch um. Sehr gut. Laser hinterher. Ja, an dem Ding ist quasi nichts mehr dran. Genau, und er rutscht in der INI 1 runter, weil er ja umgefallen ist. So, er war jetzt schon dran. Das heißt, ich kann jetzt relativ entspannt erst den Jenner finishen und danach auf ihn gehen. Was ich jetzt auch machen werde. Ich glaube, wenn ich mit meinem Jenner zutrete, 35, nee, da ist es effektiver, die Waffen zu schießen. Nee, noch besser. Wir ziehen mal auf das andere Bein. Wenn, okay, Center trotzdem zerstört. Wenn beide Beine zerstört sind, dann ist ein Mech ausgeschaltet immer. Egal, wie viel Panzerung und er sonst noch hat. Hätte mich eigentlich anders platzieren sollen, damit die Small Laser noch schießen. Zumal die LSR jetzt trotzdem eine schlechte Trefferwahrscheinlichkeit hatte. Oh, was soll's. Wir gehen einfach in den Nahkampf. Jawohl. Center-Treffer kaputt. Cool. Alles erledigt, alle Gegner zerstört. Deswegen müssen wir auch noch nicht mal mehr bis zur Evacuation Zone laufen, sondern werden direkt hier abgeholt. Und ja, ich bekomme 25% mehr Kohle, weil ich die anderen noch kaputt gemacht habe. Ich sollte, aber das weiß man vorher immer nicht. Ich sollte da mal voll auf Geld gehen, weil dann 25% plus natürlich wesentlich effektiver ist, als wenn man eh nur 200.000 oder so kriegt. Okay, wir bauen uns noch einen Jenner komplett, nehmen mal einen Firestarter-Teil mit. So, und jetzt mal eben gucken, ob es coole Waffen gibt. Es gibt bei den Waffen, das ist alles hier normal, dann haben die einen Plus oder mehrere Pluswerte und dadurch ist die Waffe dann besser. Also da gibt es dann irgendwie, weiß ich nicht, Trefferbonus oder dass die mehr kritischen Schaden machen oder was auch immer.
Deswegen sollte man nach sowas immer mal gucken. Und manchmal sind auch diese Waffen tatsächlich den Mech-Teilen vorzuziehen, obwohl insgesamt natürlich die Mech-Teile immer besser sind, weil sie dann im Verkauf mehr bringen und so. Okay, wir haben einen weiteren vollständigen Jenner. Zack, zack, zack. Der hat halt nur keine Waffen. Also werden wir ihm jetzt mal ein paar geben. So, und da müssen wir mal gucken. Standard-Jenner, hier sind jetzt auch keine Jump-Jets drin. Die soll er aber haben. Ich weiß nicht, ob er die eigentlich im Torso oder wo auch immer hat. Wir machen mal so. Ich weiß nicht, ob wir dem noch viel mehr. Eine geben wir ihm noch. Dann haben wir jetzt noch 6 Tonnen frei. Hier haben wir sowas. Ein Medium Laser mit 2x plus. Der hat 5 plus 50% Crit. Wahrscheinlichkeit oder Schaden? Weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich Schaden. Weil eine Crit-Wahrscheinlichkeit gibt es ja eigentlich gar nicht. Ja, doch, gibt es wohl, wenn ein Arm oder so offen ist. Da der Jenner die Waffen im Arm hat, werden wir ihm nur die normalen Laser geben. Und ich glaube, ich packe 4 Laser rein und werde ihm noch 2 Heatsinks geben. Jo, das ist ganz gut. Dann, dann ist er etwas weniger gut bewaffnet. Nein, Moment, wir nehmen einen Heatsink wieder raus und geben ihm noch ein bisschen Panzerung. Er ist nämlich so eh schon etwas schwächer bewaffnet als ein normaler Jenner. Genau, aber jetzt halt ein klein bisschen besser gepanzert, was nicht schlecht ist. Ich überlege sogar den zweiten Heatsink auch noch rauszuschmeißen und mehr Panzerung zu nehmen. Ne, wir lassen den mal so. Lassen ihn einfach mal so. Die Beine sind noch wenig gepanzert und im Center könnte was mehr sein, aber naja. Okay, schauen wir einmal auf die MechWarrior, ob wir irgendwie hier wieder was. Okay, er war gar nicht eingesetzt. Ob wir was aufleveln können. Noch nicht. 2300 XP über, aber die sind alle jetzt schon so hoch. Okay. 3,5, sowas machen wir. Wir geben ihm erstmal Guts. So, ein Kollege Vision hat schon 3800. Da könnte ich jetzt nochmal auf Tactics gehen oder Gunnery. Ich gehe erstmal auf Gunnery. Okay, alle zählen bei mir als Gunner, Alter. Okay, gut, Recruit halt, weil der Lumpi hier, der kann ja noch nichts. Man kann übrigens die Namen und alles auch ändern hier, customize. Man kann auch das Porträt anpassen, aber das mache ich natürlich nicht, weil er ist nun mal Lumpi. Ja, also was soll ich da noch groß sagen? Okay, einfach direkt nächste Mission. Bam, jetzt geht's gegen das Taurian Concordat. Und ja, wir gehen wieder ein bisschen mehr auf Loot. Assassin. Wir nehmen noch einen Jenner mit. Weil, warum auch nicht? Panther eigentlich immer geil mit der PPK. Ja, nee, ich glaube, ich nehme doch den Panther. Dann habe ich zwei Mechs, die eher hinten stehen. Genau, und zwar den mit der LSR5. Und so, da darf jetzt mal. Okay, nehmen wir den Brother, weil er besseren Gunnery-Skill hat. Ja, ich glaube schon. Komm. Brother darf mal mit. Einer der neuen Piloten. Prepping for Combat. Begin Mission. Okay. So, mal sehen. Übrigens auch geil, was auf dem Planeten hier alles ist. Von Eiswüste bis irgendwie, keine Ahnung, alles vertreten. So, wir müssen 10 Runden aushalten und diese Facility verteidigen. Wir kriegen Bonus, wenn alle Gebäude überleben oder wenn und dafür, dass wir die gegnerische Vorhut zerstören. So, das Dingen ist, da soll die Vorhut sein. Okay, wir gehen mal in die Richtung. Bei genau so einer Mission wurde ich so richtig zerlegt. Das war das mit dem Handspeck. Aber das war ein anderer Planet, andere Schwierigkeit. Deswegen gucken wir mal, wie es hier aussieht. Naja, drei Mechs hier unten schon und wahrscheinlich kommen gleich von der anderen Seite auch noch Leute. Schon direkt ein Firestarter, okay. So, Brother, dann zeig mal, was du kannst. Eigentlich sollte der da oben stehen, dann runterschießen. Na, er kann nix. Okay, besser wäre eigentlich, nee, ich mache Reserve, ich will wieder erst den Assassin, um ihm entweder Evasion-Marker zu nehmen oder einfach ein anderes Ziel, weil er hat so viele Marker da drauf. Da lohnt sich eigentlich bald gar nicht drauf zu schießen. Deswegen hatte der Brother auch gerade so schlechte Werte. So, wer hat den Assassin? Ja.
Der Rolex, Junge. Und geh mal hier rüber, dann sehe ich nämlich alle Max. Ja, alle sind ähnlich gut. Naja, schießen wir auf ihn. Geil, die PPK getroffen, obwohl die Trefferwahrscheinlichkeit so gering war. Das ist natürlich immer gut. So, jetzt haben wir noch einen Jenner und unseren Vindicator. Ja, machen wir das. Geil, dass er im Center schon so angeschlagen ist. Ich habe leider nicht genug Resolve, um gezielt zu schießen. Denn ihn jetzt so früh schon rauszunehmen, weil man genau immer den Center trifft, wäre natürlich geil. Ich habe ihn gerade, glaube ich, noch mal im Center getroffen. Er hat nur noch 15 Punkte. Das heißt, mit ein bisschen Glück kriege ich den sogar. Gucken wir mal. Schade, leider nicht. Genau für sowas sind dann übrigens immer so Sachen wie Raketen, MG geil, weil die viele kleine Schadensdinger machen und die verteilen sich immer auf die Trefferzonen. Deswegen heißt das, da habe ich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, einfach internen Schaden zu machen. Das war blöd, dass ich jetzt hier gerade schon einen Cockpit-Treffer gekriegt habe. Aber andererseits, was soll's. Weil immer eine Verletzung, ich glaube, das kann man gar nicht verhindern. Immer wenn der Typ einen Lebenspunkt verliert und als injured gilt, also ein eigener Pilot, dann ist der ein paar Tage raus. Dann, ne, man kann das nicht verhindern oder irgendwie abwenden durch irgendeinen Skill oder so, meine ich zumindest. Okay, nicht super mit den nur zwei Markern, aber gute Feuerposition. Bein ist ab, er kippt jetzt um, sehr schön. Noch 8 Runden, bis die Verstärkung eintreffen. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass gleich von der anderen Seite auch auf jeden Fall noch Einheiten kommen. Weil das hier ist ja nur die Vorhut. So, der Vindicator steht hier oben. Wir könnten mal versuchen, diesen Locust im Nahkampf zu kriegen. 85% Wahrscheinlichkeit, weil die beiden Laser werden trotzdem noch geschossen. Small Laser, MG, Flamer, das sind alles so kleine Auxiliary Weapons. Die werden im Nahkampf mitgeschossen. Nicht im Brettspiel, aber hier ist es so. Geil. Und mit einem Dings den rechten Arm ab und wahrscheinlich schon, ja, und den Torso ab. Denn je schwerer ein Mech ist, desto mehr Schaden macht er natürlich auch im Nahkampf. Ja, da kommen noch mehr. Beim Brettspiel war es so, dass man schießt und nämlich danach dann den Nahkampf noch macht. Das macht auch wieder ein Assassin geil. Er hat in dem rechten Arm ja den Laser, im linken Arm nichts. Du gehst mit dem Assassin, bewegst dich weit, stellst dich quasi direkt neben den Gegner, schießt alle Waffen, die LSR, auf einen, der weiter weg ist und haust dann noch mit deinem anderen Arm, der ja nichts gemacht hat, zu. Total gut. Aber hier nicht. Also die Mechanik hier funktioniert einfach ein bisschen anders. Jetzt gehe ich mal auf den Locust hier. Oh, sehr schön. Der weg. Den Firestarter kriege ich vielleicht auch noch raus. Dann ist hier jetzt halt noch ein anderer Locust, der noch frisch ist. Ja, auf den Firestarter gehen. Ist nicht ideal. Ich mache voll. Oh doch, er kann sogar Multitarget. Nice. Dann werde ich nämlich das hier machen. Die PPK auf A schießen. Und hier ist eh schlechte Trefferwahrscheinlichkeit, aber ich nehme ihm dann schon mal einen Evasion-Marker. Das ist so die Idee. Ja. Sogar klein bisschen Schaden auch gemacht, aber vor allem diesen Evasion-Marker genommen. Jetzt hat er nämlich nur noch einen. Und jetzt kann ich gleich mit den anderen Mechs leichter treffen. Oder ich gehe sogar in den Nahkampf. Er macht 50 Schaden im Nahkampf, 25 durch den Laser und 2x8 durch die KSR. Ja, er macht im Nahkampf tatsächlich mehr als im Fernkampf. Okay, dann machen wir das doch. Und er trifft. Sehr schön. Linke Arm, linke Torso ab. Damit beim Locust. Auch der hat die Hauptwaffen in den Flügeln, also in den Armen. Schon mal Waffen weg, das ist gut.
Eigentlich sollte man ihn jetzt finishen. Macht der Vindicator vielleicht? Muss mal gucken. Ja, da steht er nicht so gut. Ich glaube, ich gehe sogar mit dem Vindicator nochmal nahkampfmäßig drauf, denn der macht 55 Schaden und schießt die beiden kleinen Laser noch. Jawohl, Center zerstört. Er hat ihm in den Center Torso getreten. Auch das geht natürlich im Brettspiel nicht, denn Tritte sind immer automatisch aufs linke oder rechte Bein, wenn man den getroffen hat. Schläge sind auf Oberkörper inklusive Kopf. Hier ist das ja sowieso alles ein bisschen anders, so dass manchmal hat er als Animation da, dass er chargt, manchmal tritt er, manchmal haut er. Ich glaube, das ist aber kommt alles aufs Gleiche drauf raus. Schadenstechnisch. Nicht die Idee. Ach, Kacke. Dreh nicht weit genug gedreht. Habe ich es verkackt. Naja. Hätte ich jetzt schön mit 80% Wahrscheinlichkeit die PPK schießen können. So macht jetzt der Panther einfach nichts. Richtig schlecht. Ich gehe auch mit ihm einmal in den Nahkampf, einfach um minimal Hitze abzubauen. Der steht jetzt ziemlich blöd da, vor allem wenn die wirklich von der anderen Seite kommen, können ihm alle in den Rücken schießen. Aber ich denke mal, die gehen auf die Gebäude. Zwei Max, okay. Komm, tritt ihn kaputt. Ah, jetzt schlägt er. Macht aber auch wieder seine 55 Schaden. Also das ist, wie gesagt, das sind, glaube ich, die Animationen unterschiedlich. Beim Brettspiel ist das ein Riesenunterschied, ob ich schlage, trete. Schlagen kann ich mit einem oder beiden Armen. Macht aber weniger Schaden als treten, aber dafür in die oberen Regionen. Charge ist ziemlich geil, wenn man denn, wenn man den richtigen Mech dazu hat, sag ich mal. Also da war es nämlich so, je weiter man läuft, desto mehr Schwung nimmt der quasi und umso mehr Schaden macht er, weil sich das multipliziert mit der Tonnage durch 10 oder so. Und da gibt es nämlich so einen geilen Mech, eben den Charger. Hat irgendwie 80 Tonnen, super kacke bewaffnet, nur mit Small Lasern oder so. Aber unheimlich schnell. Und wenn man mit dem nämlich irgendwie es schafft, 6, 7 Felder zu rennen und dann in einen reinrennt, macht das schon ordentlich Schaden. Okay, da kriege ich nur eine 2 dran. Hier eine 3, aber ich sehe den nicht. Ah, hier eine Spider ist das, okay. Hier kriege ich eine 3 dran, aber kriege mich nicht gedreht. Was machen wir da? Wieso kriege ich den denn da nicht? Ah, weil das dann hier im Weg ist, denke ich. Kriegen wir das nicht vernünftig hin? Hier stehe ich überall im Rubble. Mal erstmal Reserve. Ich will auch wieder erst mit dem Assassin draufschießen. Oder vielleicht kommt er ja noch. Naja, macht er nicht. Ist der Assassin? Ja. Ja, geht nur indirekt. Hier kriege ich ihn nicht von der Torso-Drehung. Da auch nicht. Aber hier. Nicht so ganz ideal, aber was soll's. Munition ist hier übrigens kaum ein Problem. Wenn man natürlich so fette Waffen hat, also es ist in der Regel so, je fetter die Waffe, desto weniger Schuss hat man dafür pro Tonne. Okay, Plan geht nicht auf, weil jetzt blockiere ich mit dem Assassin hier die Sicht. Ist ja voll kacke. Na, dann machen wir es halt so. Scheiß auf die Hitze. Nein, also je fetter die Waffe, desto weniger Schuss. Ist ja auch klar, wenn ihr euch das vorstellt, zum Beispiel bei Autokanonen AK-2, kleines Projektil, da passen mehrere von in eine Tonne. AK-20, riesige, fette Einzelprojektile, da passen natürlich nicht so viel auf eine Tonne und deswegen, weniger Schuss. Das sind dann auch tatsächlich die Waffen, also so eine AK-20, vielleicht auch schon eine AK-10, LSR-20, wo man gerne auch mehrere Tonnen mitnimmt. Cool, rechten Torso, nee, rechte Bein kaputt gemacht und der kippt um. Geiler Treffer. Sehr ärgerlich bei so einem schnellen Mech. Aber bei diesen kleinen Waffen hier, also KSR-2, LSR-5, da reicht eine Tonne locker aus. Zumal die Kämpfe hier in der Regel nicht so sind, als wenn man ewig lange dran ist. Ich nehme jetzt schon mal den nächsten. Nee, den tue ich nicht. Schade, weil er hat keinen Evasion-Marker, aber ich habe keine Sicht. Okay, rechte Torso ab. Ja, der ist ziemlich erledigt. Spider hat die Laser, glaube ich, im Center-Torso, also müsste er... Ach nee, das ist die andere, okay. Spider-K, 2 MG und ein M-Laser.
Copy that. Oh, da ist noch einer, noch ein Firestarter. Aber ich werde jetzt ihn erstmal finishen. Jawohl. Ja, easy game hier. Also das sieht ja wirklich... Okay, da ist noch ein dritter hinter. Oh, ein Wolverine. Mittlerer Mech in der Standardausführung. So ist ein Wolverine eigentlich. AK-5 KSR-6M Laser. So haben wir unseren nicht. Aber geil, den will ich kaputt machen und erbeuten, Junge. Bei diesen Missionen ist es, glaube ich, so, dass sobald ich... Muss er noch bewegen. Sobald ich auf... also sobald ich die Runden voll habe, werde ich evakuiert und dann ist direkt Ende. Bei vielen Missionen ist es ja sonst so, so wie das auch in der davor war. Ich hätte zum Evac-Point laufen können und hätte die beiden letzten Mechs dann nicht mehr kaputt machen müssen. Aber hier ist, glaube ich, wenn Zeit um, dann Zeit um. Okay, wir werden auf zwei Ziele schießen. Zack, zack. LSR da unten hin. Deswegen wahrscheinlich werde ich den Wolverine nicht kaputt kriegen in der Zeit. Drei Runden jetzt nur noch. An sich geht es ja auch nur darum, dass ich hier diese Einrichtung verteidige. Ja, sicher. Gute Trefferwahrscheinlichkeit, aber geschützt. Macht nix. Super getroffen, der Brother kann ja was. Sehr schlechte Trefferwahrscheinlichkeit, aber wir setzen mal ein bisschen Resolve ein, damit das zumindest etwas nach oben geht. Ja, geiler Schuss. Nicht. So, Vindicator. Doof hier mit dieser Ecke, mit der Sicht. Schon besser, aber nicht richtig geil, aber machen wir. Ich hätte nochmal Resolve einsetzen sollen, um ihn besser zu treffen. Wobei, ich glaube, der Large Laser hat getroffen, also es war eigentlich sogar ganz gut dafür, dass das so schlechte Wahrscheinlichkeiten waren. Wieder Multitarget, wobei, ah ne, geht vom Winkel nicht. Dann nehmen wir halt nicht Multitarget und schießen alles hier drauf. Vor allem hier eine Holovid-Facility. Wahrscheinlich werden hier innere Sphäre-Pornos hergestellt oder so. Deswegen ist auch wichtig, dass wir das Teil verteidigen. Übrigens habe ich, glaube ich, in einem der letzten Videos Scheiße erzählt, was die Initiative angeht. Wenn ich hier auf Reserve klicke, dann geht nicht der eine Mech einfach in die nächste Phase, sondern man überspringt quasi die eigene Phase. Also man gibt die auf und ist dann mit den ganzen Mechs halt in der nächsten dran. Oder mit denen, die da halt dran sein dürfen. Ne? Also ich kann dadurch ja nicht in Assault nach oben ziehen oder so. Geiler Treffer. Aber ich kann quasi nicht sagen, okay, pass auf, ich habe vier leichte Mechs. Ich möchte, dass der eine von denen in Initiativphase 3 dran ist und die anderen drei ziehe ich jetzt schon. Doch, das kann ich dann machen, wenn er der letzte wäre, den ich ziehe, klar. Aber ich kann nicht jetzt sagen, hier bei dem ersten, hier die zwei zum Beispiel sind jetzt dran. Wenn ich jetzt auf Reserve klicke, rutschen sie halt beide, seht ihr da oben, in Phase 2. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich will, dass er da reinrutscht und mit dem anderen machen. Aber gut, ich sage, im Fall von 2 kann ich ja ihn jetzt zuerst ziehen und danach mit ihm das klicken. So, jetzt gucken wir mal. Der Assassin und der Vindicator. Der Vindicator kann eigentlich sogar geil schießen hier. Ah ja, stimmt.
Large Laser hat ja gar nicht die Minimalreichweite. Gut, dann gehen wir hier hin, stehen ziemlich exponiert, aber das macht mir nichts. LSR auch totale Minimalreichweite. Hätte man den Tactics-Skill jetzt höher, dann hätte man da nicht so viele Abzüge. Wenn man ihn auf Maximum hat, kann man die LSR direkt von vorne dran schießen. Das ist ganz geil. Ja, sicher. Wieder ein Kopftreffer. Das ist kacke, weil jetzt habe ich zwei Piloten auf jeden Fall, die ausfallen. Also die ein paar Spiele aussetzen müssen. Bam, das hast du davon, Junge. Ist wahrscheinlich in einer der nächsten Missionen tatsächlich mal der Lumpi ran, ne? So, was mache ich mit dem Panther? Der ist schon ziemlich aufgehitzt. Ich springe ja auch die ganze Zeit hier durch die Gegend. Ah, das ist doch cool. Nee, ich schieße auf das Bein. Vielleicht kriege ich es ja ab. Schade, linke Torso ab. Also was heißt schade? Auch geil, aber besser wäre natürlich gewesen, wenn ich jetzt das Bein noch hätte kaputt gekriegt. Ich werde mit ihm jetzt auch nochmal dasselbe versuchen und nicht auf den Wolverine gehen. Denn den hier kriege ich vielleicht noch ausgeschaltet. Jawohl. Zwar auch im Center. Also scheiße für Beute, aber was soll's. Eine Runde nur noch, also ich denke, das hat sich jetzt erledigt. Aua! Alter! Hat aber ordentlich reingehauen. Das heißt, auch der Mech muss repariert werden. Ganze Reihe Waffen kaputt. Junge, was soll denn das? Das ist eine dumme Sau. Bam! Ja, macht ihm aber eigentlich fast nichts. Todessprung kann man hier übrigens auch machen. Ja. Ist natürlich jetzt, seht ihr ja, ich habe nur einen Small und einen Large Laser. Geil. Ja, direkt successful. Man muss sich nicht zurückziehen und nix. Toll. Hätte er nicht eine Runde warten können mit seiner Aktion, ich schieße dir den halben Mech auseinander. Naja, hier, ich bekomme einen Bonus, aber weil ich ja eh wieder, ich meine, 30% von was, 200.000 oder 190 oder was ich da eingestellt hatte, ist halt nix. 28 Tage ist der eine raus, 18 Tage der andere, ja, und der Mech ist halt ziemlich beschädigt. Aber gut. So, was kriegen wir an Beute? Wir nehmen auf jeden Fall die zwei Firestarter-Teile, denn dann haben wir einen vollständigen, wir hatten ja einen Teil schon gelootet. Ich guck mal kurz, ob wir hier irgendein besonderes Teil haben. Nee, haben wir nicht. Wieso hat der Flamer mal 4 Ammo? Als Bonus? Keine Ahnung. Ist aber eigentlich egal. Wir nehmen noch hier, wir nehmen ein Spider-Teil. Zwar von der K, von der komischen Variante. Okay, haben eh alle Mech-Teile gekriegt. Eigentlich so gut wie alles gekriegt, bis auf ein bisschen MG-Munition und Jump-Jets. Also insgesamt eine gute Mission, gute Beute. Das mit den Verletzungen ist nicht ideal, aber mein Gott, ist doch nicht so schlimm. Ja, Firestarter komplett. Ist natürlich sehr geil. Den hätte ich auch gerne hier drin. Welchen schmeiße ich denn raus? Den Javelin, den haben wir immer noch nicht angetestet. Nee, eine Spider. Ja, ich glaube, die Spider kann in Storage. Dann kommt nämlich der Firestarter dahin. Das ist ziemlich geil. Den muss ich jetzt zwar auch erst noch ausrüsten, aber trotzdem nice. Okay, den Vindicator. Ja, ich kann nicht einfach reparieren. Ich muss refitten, weil wahrscheinlich Waffen fehlen. Gucken wir mal. So, der Large Laser hat zum Glück überlebt. Heatsinks sind kaputt gegangen. Die LSR, Medium Laser, Ammo. Okay, wir haben noch LSR 10, sogar ganz viele. Also rein damit, LSR Ammo rein. Was hatten wir noch? Medium und Small Laser. Weapons. Small Laser. Na. Einer mit. Ein Medium Laser. Auch rein damit. Haben wir Large, Medium, 2 Small, LSR 10 mit Ammo, genau, und den Rest hatte ich, glaube ich, in Heatsinks gesteckt. Wenig Jump Jets hier nur. Wahrscheinlich hat er auch normalerweise eine mehr oder so, aber ist mir egal. Es gibt 1, 2, 3 Heatsinks.
Beim Tabletop ist es wichtig, wo man die hinpackt, weil es so ist, ich hatte das glaube ich schon mal gesagt, jeder Bereich hat zusätzlich zu den Sachen, die man da reinpackt, noch andere Sachen, Aktivatoren und ähnliches. In der Mitte ist das Reaktorgyroskop und so weiter. Hier oben sind es Slots für Cockpit und sowas. Und wenn ich irgendwo intern Schaden verursache, dann wird auf so eine Tabelle gerollt und geguckt, ob man irgendwas beschädigt, vielleicht noch kritisch da drin. Und wenn ja, welches Teil es ist. Ja, geht noch ein Heatsink rein. Bam. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Bereich nur eine LSR-Munition habe und sonst nichts, ist klar, sollte da ein kritischer Treffer sein, treffe ich automatisch die Munition. Also ist es gut, die Munition zum Beispiel irgendwo hier alles mit Heatsinks voll zu machen, wäre zum Beispiel geil. Weil dann wäre klar, okay, selbst wenn der hier kritisch würfelt, kriegt der nur mit einer, was weiß ich, 1 zu 8 oder so, je nachdem, was ich hier alles reinpacke, wie viel Wahrscheinlichkeit die Munition. Weil Munitionsexplosion immer super beschissen in dem Spiel. Das funktioniert hier aber, glaube ich, sowieso ein bisschen anders. Deswegen weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob der intern noch rollt, ob der irgendwelche anderen Sachen verschlechtert oder so. Keine Ahnung. 111.000 kostet das. Ist halt so. Den Firestarter müssen wir noch refitten. Der kriegt jetzt auch noch irgendein cooles Zeug. So, da ist ein bisschen was an Platz. Der kriegt auf jeden Fall auch Jump Jets, weil sind super bei diesem Spiel. Machen wir mal 2-2-2. Also ich weiß nicht. Ein Firestarter ist normalerweise ein 6-9-6-Mech, also im Tabletop. Man kann ja hier auch so Sachen machen mit. Man kann hier auch so Sachen machen mit weniger Sprungdüsen als Dings. Oder mehr weiß ich nicht. Mehr ging, glaube ich, immer nie, weil es limitiert war durch den Reaktor. Also ich kann nicht hingehen und sagen, pass auf, ich gebe dem jetzt irgendwie, ich mache einen 4-6er-Mech nur von der Beweglichkeit, aber gebe dem so viel Sprungdüsen, dass er 12 Felder weit kommt. Das geht, glaube ich, nicht. Hier weiß ich es nicht. So, aber wie wir sehen, hat das Ding hier unheimlich viele Waffenslots. Also wir können hier fast reinpacken, was wir wollen. Sogar Autokanonen. Aber wir werden folgendermaßen vorgehen. Wir werden den mal relativ gut aufpanzern. Und weil der so viel Slots für Auxiliary Weapons hat oder hier für solche unterstützungskleinen Kackwaffen, wird er die auch gut kriegen. 60, immer oben ein bisschen auf die Tonnage gucken. 60, 60, so, das ist doch gar nicht schlecht. Ja, dann ist Center nicht so besonders für uns. Egal, das lassen wir so. Geben ihm mal zwei Small Laser, zwei MG. Können noch mehr MGs reinpacken. Hier könnte man auch noch eins hin tun. Nee, ich hätte lieber noch einen Small Laser. Wobei. Machen da den Small Laser hin und hier noch ein MG und hier ein MG. Jetzt hat er vier MG und zwei Small Laser. Jetzt braucht er natürlich MG-Munition. Jetzt bekommt er noch ein, zwei Medium Laser. Das ist gar nicht schlecht. Normalerweise hat er ja irgendwie Flamer und so, ist ja auch ein Firestarter. Hat er jetzt nicht, aber also nahkampfmäßig müsste das schon ziemlich abgehen. Die Waffen haben alle kaum Reichweite, die MGs und die Small Laser, aber ich kann mit ihm die beiden Medium Laser immer schießen. Natürlich, wenn ich alles baller, ist Hitze schlecht, keine zusätzlichen Wärmetauscher, aber wenn ich mit dem rangehe, und dann wirklich 4 MG, 2 Small und 2 Medium Laser drücken kann, ist das, glaube ich, gar nicht so scheiße. Kostet auch fast nichts, der Umbau. So, und dann gucken wir mal einmal noch, wer hier wie aufleveln kann. Er irgendwie gar nicht. Okay, der war aber, glaube ich, gar nicht dabei. So, Brother hat seinen ersten Einsatz erfolgreich abgeschlossen und wir gehen mal mit dem Piloting-Wert etwas hoch und mit, okay, und mit Tactics, weil nur auf 2 gewesen. Lumpy war noch nicht im Einsatz. Sie war im Einsatz, ist jetzt halt leider für 2 Missionen raus. Wir gehen mal, was haben wir hier von Hit Defense, Melee Defense, okay, wir gehen auf Piloting erstmal. Wir bringen sowieso alle Werte ziemlich nach oben, von daher. Schade, dass er verletzt ist. Aber er hat auch nicht genug XP gesammelt, um jetzt weiter zu leveln. Aber die Stats sind schon gar nicht so schlecht. Okay. Wir müssen mal eben schauen. Max war ja soweit klar.
da, der Arme hat einen Appenarm. Zwei, drei, vier sind noch in Reparatur beziehungsweise Refit mit Waffenausstattung und sowas. Trotzdem sieht das hier schon gar nicht so schlecht aus. Wenn der Wolverine fertig ist, haben wir nämlich drei mittlere Mechs. Wir haben zwei leichte, die aber recht schwer sind. Also die beiden Panther, die eigentlich auch schon fast in so eine leichte mittlere Richtung gehen. Wir haben die Jenner, die ganz gut Feuerkraft haben. Das ist gar nicht alles so verkehrt. Das Einzige, was hier so ein bisschen ist, wir haben komplett alles keine Panzerschweine. Also hier ist so, da geht's dann los mit so Hunchback oder vielleicht Wolverine ein bisschen in so eine Richtung. Die kann man nämlich alle fett aufpanzern und die können dann auch einige schon einstecken, obwohl sie gar nicht so super schwer sind. Das sind die hier alle nicht. Also eine Spider verpackt gar nichts, ein Jenner verpackt wenig. Panther schon mehr, aber auch nicht geil. Ich meine, der hier mit den 600 Armor-Wert, okay. Assassin super leicht, der kann überhaupt nichts. Vindicator sehe ich gerade nicht. Javelin sogar 640, den habe ich, glaube ich, maximal aufgepanzert, auch hinten und so. Ähnlich gemacht auch in die Richtung, wie jetzt auch der Firestarter geht. Und das probieren wir einfach beim nächsten Mal aus. Also wir gucken zum einen, wie das so mit diesen Nahkämpfern hier ist. Wir haben ja noch ein paar Contracts auf dem Planeten zu erledigen, die wir auch alle noch machen. Der hier, da wird uns wieder die Reise bezahlt, aber das ist, also gibt gut Kohle, aber das ist auch von der Schwierigkeit schon etwas höher. Sowas will ich eigentlich erst angehen, wenn ich mehr mittlere Mechs habe oder so, weil ich bin mir da nicht sicher. Also nicht, dass wieder so diese eine Mission, die war nicht hier aufgenommen, die hat mich ziemlich zurückgeworfen, wo die mir den Assassin fast komplett zerschossen haben und meinen Unit-Leader hier drei von vier Wunden zugefügt haben. Das war nicht so geil. Kohletechnisch okay, also haben wir jetzt nicht wirklich viel dazu gewonnen, aber wir haben ein paar Mechs geholt. Leute sind alle weiter aufgelevelt. Vielleicht sollte ich wirklich bei dem einen oder anderen Vertrag mal mehr auf Kohle gehen statt auf Beute, aber ich finde halt, Beute ist am Anfang wesentlich lohnender. Denn ich muss sonst eh hingehen und mir alles zusammenkaufen. Okay, nächste Financial Report in 2 Tagen, den können wir mal eben noch hier machen. Ah, okay, und hier haben wir jetzt auch mal so ein Event, was ich schon mal gesagt habe. So, während ich hier so rumlaufe und mal bei der Med Bay vorbeikomme, sehe ich Brother, der irgendwie mit so einem Überwachungsteil von einem Metech wrestelt. Du musst dir das nochmal angucken, sagt er und hält sich die Hand gegen seinen Bauch und weiß ich nicht, winzt es, keine Ahnung. Ich weiß, da ist irgendwas falsch, es geht mir nicht gut, ich fühle mich, als würde ich sterben. Ich bleib stehen, höre mir das an, gehe natürlich dahin, sag so, hä, was los? Er lässt den Monitor los, der MedTech, okay, sie sagt, ja, also seine Schmerzen und die Beschwerden über die Schmerzen, die sind alle nur psychosomatisch, das ist ein Phantomschmerz-Commander. Es gibt da nichts, was man behandeln kann, ich habe das schon alles gecheckt. So, Brother sagt aber, ey, Commander, bitte, ich denk mir das nicht aus, da ist was. So, er nimmt einen tiefen Atemzug und sagt, wenn du hier irgendwie sowas jetzt bewilligst, dass die hier zum Beispiel irgendwie eine Biopsie oder so vornehmen, dann bin ich mir sicher, werden die MedTechs irgendwas finden. Das kann ich jetzt autorisieren und sagen, okay, guckt euch das genauer an. Ich kann sagen, nö, wird nicht gemacht. Ich kann jetzt auch sagen, okay, die sollen einen Eingriff sogar direkt vornehmen. So, was wollte er? Er wollte tatsächlich Surgery. Okay, werde ich jetzt einfach mal machen. Es kann sein, dass mich das den Piloten kostet oder dass es mit der jetzt für einige Tage dann ausfällt. Es kann aber auch sein, dass es irgendeinen Bonus gibt. Gucken wir mal. So, er wird jetzt die nächsten 7 Tage nämlich ausfallen. Und warum? Ich habe genug gehört, sage ich hier, ich gestikuliere in deren Richtung, hier, macht den fertig und dann macht hier bitte diesen Eingriff und zwar sofort. Danach gucke ich mir den nochmal an. Er dreht sich so auf die Seite und hör, bla, ich gucke jetzt, okay, was ist jetzt los? Metech sagt zu mir, ja, also, wir haben den Eingriff vorgenommen, wir haben aber nichts irgendwie finden können, was auf seinen Abdominalschmerz hinweist. Er ist physisch absolut fit. Aber während dem Eingriff haben wir eine Arterie abgeknickt oder so. Und er hat eine ziemliche Menge Blut verloren, bevor wir das wieder alles regeln konnten. Und jetzt sage ich so, Alter, ehrlich.
Der Mettech sagt jetzt so, ja, sorry, aber wir müssen ihn auf jeden Fall jetzt erstmal eine Woche überwachen und uns sicher gehen, dass da keine weiteren Komplikationen sind. Ja, geil. Und Brother halt stöhnt da rum und sein Herzüberwachungsmonitor hier, ne, piept da rum und keine Ahnung. Und deswegen schicken mich die Metechs jetzt auch oder bitten mich mal freundlicherweise hinaus, denn immer bin ich hier der Commander. Und dass es wohl das Beste wäre, sagen sie mir noch, dass er jetzt einfach mal ungestört sich ausruhen kann. Toll, und jetzt ist der Lappen, ja, der erst eine Mission gemacht hat, ist jetzt schon 7 Tage raus, obwohl er noch eigentlich gar nichts großartig geleistet hat. Was ein Spacko. So, jetzt haben wir nämlich 1, 2, 3, 4 Piloten, 5 Piloten, die gerade raus sind, und wir haben nur 2 einsatzfähig. Das ist ja mal richtig fett. Jetzt können wir mal eben gucken, für wie lange noch. Starbird, also der Leader, ist quasi wieder da in 2 Tagen und danach Brother in 7 Tagen. Heißt für mich, ich könnte jetzt entweder wirklich 7 Tagen nach vorne gehen. Okay, dann wäre auch der Wolverine fertig. Und dann weiter Missionen machen. Denn mit 3 Mechs muss man ja nicht unbedingt starten. Oder ich stelle noch weitere Piloten an. Ich weiß nicht, ob ich noch Platz habe. Am Anfang kann man nämlich, meine ich, nur 8 anstellen. Ansonsten muss man erstmal die Quartiere ausbauen oder so. Muss ich mal gucken. Ich habe, was habe ich an Piloten? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habe ich erst, okay, Starbird ist der 7., der kostet nichts, also das bin ich ja quasi selber. Heißt, einen könnte ich sogar noch anstellen. Vielleicht mache ich das dann sogar. Hier sehen wir sonst, was die Mechs kosten und die Argo natürlich kostet, das Schiff an sich, so Instandhaltungskosten und so. Zusätzliche MacBay kostet. Ja, und das sind halt die ganzen Macs, die nicht in Storage sind, sondern die halt in den MacBay stehen und mich kosten. Refit Harness, Repair Scaffolding, das sind alles so Upgrades, die ich schon gekauft habe, die mich tatsächlich auch mehr Geld kosten. Das bringt mich dann zu den Gesamtkosten hier. Und ich kann jetzt einstellen, okay, pass auf, wir machen die normalen Ausgaben. Ich kann sagen, ey, wir geben sogar ein bisschen mehr aus. Ja, alle bekommen ein bisschen Zusatzgehälter, alles läuft ein bisschen geiler und so weiter. Dadurch erhöht sich die Moral. Oder ich kann sogar extravagant verschwenderisch sein und sagen, okay, bla, dann kriege ich fetten Moralboost. Ich kann auch ganz auf Low hier weniger Geld bezahlen. Dann geht die Moral aber natürlich stärker nach unten oder sogar richtig nach unten. Aber die Kosten sind sehr gering. Ich kann das, wenn ich eine gute Moral habe, kann ich mir sowas durchaus erlauben. Ich möchte nicht hier unter den nächsten Strich fallen. Ich werde auch einfach normal machen. Denn mein Ziel ist es, die Moral erstmal schön hochzukriegen. Das hat nämlich mehrere Vorteile. Zum einen, ihr seht es da bei dem bei Resolute, da bekomme ich nämlich mehr Resolve Points pro Runde im Kampf, die ich dann wiederum einsetzen kann für gezielte Schüsse oder für eben dieses Vigilance, wo ich irgendwie die Mechs besser schützen kann. Das ist halt hier dann weniger. Und bei solchen Events, die zufällig immer kommen, habe ich auch noch in der Regel Vorteile. Beziehungsweise treten manche Events, glaube ich, auch, die sind dann moralabhängig, die treten erst auf, wenn man so eine gute Moral hat. Und die sind sowieso ja alle hier spirited gerade schon. Also ich bin auf dem richtigen Weg. Ich hatte auch einmal, glaube ich, gemacht, dass ich mehr ausgebe. Kann ich jetzt auch noch mal? Ach komm, machen wir's. Wir haben's doch. So. Das kostet natürlich eine Menge und hier ist immer so eine ungefähre finanzielle Übersicht. Also man sollte eigentlich eher ein bisschen mehr Kohlen haben. Das ist jetzt alles nicht so geil, aber ist egal. Passt schon. Also es kann sein, dass manche Events auch erst getriggert werden, wenn man hier in so einem guten Moralbereich zum Beispiel ist. Und da hat man zum einen manchmal bessere Optionen anzuwählen, ja, und auch die Events an sich. Es kann manchmal zum Beispiel sein, hatte ich schon mal irgendwie, ey, einer findet einfach in irgendeinem Cargo Bay unerwarteterweise noch dies und das an Zusatzvorräten, macht ein Festmahl draus und bäm, zack, geht die Moral nach oben oder so. Hier sehen wir auch, das eine Event, wovon ich gesprochen hatte, ist offensichtlich vorbei, denn das war zwischenzeitlich mal auf 17. Ist jetzt nur noch auf 13, aber ist okay. Ich denke, wir werden beim nächsten Mal das tatsächlich so machen, dass wir auf jeden Fall. Achso, ich sagte ja, einen wollte ich noch anheuern. Kann ich mal eben machen. Nee, aber nicht hier, sondern hier, Hiring Hall. Ja, die beiden wollen immer noch nicht für mich arbeiten, die Lappen. Das heißt, wir können die 2 Rekruten hier nehmen. Peach oder Station, was für ein dämlicher Name. Er ist ein, also so ein Vagabund und armer Typ aus dem iranischen Commonwealth. Und Peach ist,
normaler Bürger von Kurita, also so normaler Typ, der da irgendwie oder Frau, die da normales Leben geführt hat. Dass Daishin ein bisschen dämlicher Name ist, werde ich jetzt Peach nehmen. Außerdem ist Gunnery schon ein mehr und hier halt Guts ein mehr. Okay, gut, das wird sich dann eh schnell nach oben bewegen. So, ich müsste jetzt aber eigentlich das Maximum hier erreicht haben. Ah, ne, 7 von 8. 1 kann ich sogar noch belegen. Aber ich habe 1, 2, 3. Okay, 3 einsatzbereite Piloten. Gut, das heißt, wir holen uns. Boah, der Name ist so schwul, Alter. Ah, ne, ich warte den einen Tag und nehme Starbird. Fertig. So, das mache ich jetzt auch noch kurz. Zack, Pause wieder. Ich warte da nicht den Wolverine ab, denn wir haben hier. Jetzt bin ich auf die Barracks gegangen. Wir haben einiges zur Auswahl an Mechs, die einsatzbereit sind. Zwar jetzt gerade nicht den Vindicator, der sonst auch fast immer dabei war, aber das ist mir egal. Assassin ist ja am Start. Vielleicht testen wir echt mal hier diesen Javelin mit den Nahkampfwaffen und so aus. Und nehmen beim nächsten Mal contract-mäßig dann vielleicht noch nicht so ein 2,5 und 2 Ding, sondern nur den hier oder so. Das schauen wir auf jeden Fall dann. Ich würde sagen, für heute war es das erstmal. Und ja, ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Wir sind jetzt 91 Tage erst vorgerückt, haben schon ein bisschen was erreicht mit der Einheit. Müssen mal gucken, dass wir uns weiter aufbauen und dass wir natürlich auch hier unsere Reputation, unseren Ruf weiter nach oben kriegen. Hier sind wir immer noch auf dem ersten Stern. Je besser, desto geiler werden die Aufträge. Und bei den Häusern, je höher, desto mehr Vorteile haben wir da. Also zum einen, wenn wir bei denen reparieren und kaufen. Und zum anderen auch, das geht halt nur, wenn man ganz oben ist, Ally with Faction. Dann bekommt man weitere Vorteile. Dann kann man nämlich deren besondere Sachen kaufen und so. Und alle Häuser haben bei Battletech immer so ihre eigenen Sachen gehabt. Also, keine Ahnung, hier Liao hat einen Raven-Mech zum Beispiel. So, und Steiner hat dann irgendwelche besonderen. Hier Steiner Banshee, einer der geilsten Mechs, und ist eine besondere Variante der Banshee. Haben die eigentlich nur. Als Söldner kriegt man alles so zusammengeklaut, klar. Aber ja, da kann man mal gucken, was wir später machen. Also nochmal, ich würde sagen, für heute sind wir erstmal raus. Beim nächsten Mal geht's genau an der Stelle weiter. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssing!